der hier eine gute Ausgangssituation hat. Langsame Fahrt. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Das Feld fächert schon ein bisschen auseinander. Ja, das sieht ganz ordentlich aus. Oh, da wird ganz lange gewartet. Komm, gib das Rennen frei. Komm, jawohl. Jetzt spät aber man. Und von hinten schießt Tom Coronel und hat bereits Dahlgren kassiert. Und jetzt wird es eng. Das geht gar nicht. Der Dahlgren ausgerechnet Robert Dahlgren. Und kommt zurück ins Feld. Achtung, ganz gefährliche Situation. Ja, Kettenreaktion. Ach, Mann. Thiago Monteiro ist dabei. Aber mal richtig hat es da gescheppert. Ich glaube, der war in einem anderen Vorfall verwickelt. Das war ein anderer Vorfall. Was haben wir hier jetzt? Tom Coronel. Tom Coronel, ja, der war auch mal wieder dabei. Und wer da wieder richtig freie Fahrt hat, das sind die Chevy-Jungs. Ups, da geht der nächste fliegen. So, die drei, die sind vorn weg. Ach, das ist doch nicht wahr. Es ist wie in Valencia Rennen 2. Die Gegner eliminieren sich gegenseitig. Ja, und wer ist da vorne? Ja, Müller. Und das Safety Car ist natürlich draußen. So, Müller ist vorne vor Menü und vor Nikia auf Platz 4. Ja, Nikia hat einen tollen Start hingelegt und vor allen Dingen auch der Vichas BMW relativ weit vorne zu finden. Aber jetzt gucken wir erstmal nach vorne. Es ist doch nicht zu fassen. Verdammte Hacke, könnte man jetzt sagen, dass gerade wieder der Volvo da rausgeschossen wird. Also da hat Dahlgren aber im Start gepennt. So, und wer gibt Dahlgren einen Schubs? Der kommt von rechts. Das war ein gelber Seat, der ihm da antickt. Und ich glaube, es war Nyki. So, jetzt schlägt er erstmal hinten ein und vorne ein. Ja. Ich fürchte, das war das Wochenende. Das war es auch für Lauf 2. Was haben wir da vorne? Ah, da war Tagini mit Coronel unterwegs. Und Rob Huff war da auch, glaube ich, aus. Lieber Mann, da ging es aber mal richtig zur Sache. Also da war eigentlich das halbe Starterfeld in diverse Unfälle verwickelt. Ja. So, Coronel, jetzt schauen wir mal, von wem. Also Coronel war nicht dabei. Das ist die Dahlgren-Geschichte. So, und jetzt geht es dahinter aber auch um die Ecke weiter. Mann. Ich fürchte, für den Tom Coronel wird es auch schwierig werden, gleich in Rennen 2 aus Start 3-1 ins Rennen zu gehen.